Hallo, herzlich willkommen zu Manuel am Abend, der neuen Folge. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Hallo, herzlich willkommen zu Manuel am Abend, der neuen Folge. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, ich laufe hier zu meiner Flasche und zu meiner Kameratasche. Ja, es ist warm, ein bisschen windig, aber ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem. Ja, Wahnsinn. Ist mal wieder tolles Wetter hier. So toll wie toll. Ja, sogar da wächst was Geiles. Geiles nicht, aber Blumen. Ja, natürlich haben wir hier auch, seht ihr das? So Früchte, die an so Bäumchen hängen. Was das genau für Früchte sind, weiß ich nicht. Aber es sind so Beeren, die Vögel gerne fressen. Ja, ne? Ja, ich nehme die Kameratasche mal mit. Meine Flasche. Mein Eistee. Ja, haben bestimmt einige schon vermisst. Ja. Die habe ich gestern mit René gedreht oder vorige Tage für Manuel im Grün. Für René und Manuel im Grün. Manuel im Grün kommt ja noch nicht. Ja, demnächst kommt noch eine neue Serie, wo ich erzähle, was es bei mir so Neues gibt. Wird ja auch in diesen Kulissen hier gemacht und ja, mal gucken, was da noch so kommt. Da fliegt ein Schmetterling, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Da seht ihr das. Da. Blicken bald hier auf die Nuss. Und gut, Nüsse habe ich hier nicht, aber Kirschbäume, da sind auch wieder Schmetterlinge. Da seht ihr zum Beispiel einen. Ja, das war einer. Jetzt ist er weg. Und hier fliegen so einige Schmetterlinge rum. Ist auch schön, dass solche Tiere hier noch rumfliegen. In der heutigen Zeit, wo viele Artensterben sind. Aber das liegt ja nicht nur an den Artensterben, sondern auch daran, wie man mit den Feldern umgeht und was man da gießt. Und was für, wie sagt man, sei es Glyphosat oder ja, solche Sachen, die halt für bestimmte Sachen vernichten, Unkrautmittel, die Unkrautvernichter, und da sollte man schon achten, was für man da drauf spritzt. Natürlich, man kann ja spritzen, aber man muss etwas spritzen, was auch die Kleintierwelt nicht gefährdet, und das ist sehr, sehr wichtig. Sonst hat man irgendwann keine Tiere mehr und die Umwelt ist ganz anders, und bestimmte Tiere in der Umwelt, ja, die sorgen dafür, dass bestimmte Sachen nicht vorkommen. Und natürlich kann dadurch passieren, wenn man solche Tiere ausrottet, dass dann kann es passieren, dass bestimmte Sachen nicht mehr vernichtet werden von der Tierwelt selber und dadurch was anderes mehr wird. Und dann kann es natürlich passieren, dass gerade dann Folgendes passiert und die anderen Arten immer mehr werden und man nicht mehr weiß, ja, wie man die überhaupt wegkriegt, nicht? Und das ist halt so. Und deswegen sollte man schon überlegen, ob man überhaupt Unkrautmittel nutzen möchte. Man kann das auch nach herkömmlichen Arten machen, aber das ist wiederum, ja, bedeutet mehr Arbeit. Aber die Bauern haben ja heutzutage keine Arbeit mehr. Wenn man so früher guckt, welche Bauern, was die so alles gemacht haben, um Ertrag zu haben, im Gegensatz zu heute, das kannst du alle nicht mehr miteinander vergleichen. Ja. Ja, ich werde mich jetzt von euch verabschieden, weil man kann hier kaum noch was hören von dem ganzen Wind. Und deswegen sehen wir uns morgen wieder, hierzu mal am Abend. Macht's gut und ciao. Da-da-da-da-da-da.